beim Mond kriegen. So, dann am Finale BGS Fun, Fahrerei Beachtung. Okay, los geht's. Guter Start gewesen, behaltet es frei. Lasst euch da in Ruhe. Also guter Start auf jeden Fall für Nico Falk, behält jetzt hier die Führung. Dann haben wir Axel Freiberg auf der 2. Robin auf der 3. Und Matthias müsste sein auf der 4. So sieht es aus. Robert auf der 5. Ali auf der 6. Axel Schubert auf der 7. Vier Minuten und 15 Sekunden haben wir noch. Okay, fair gewartet von Nico. Hat jetzt hier durch den Crash auf die erste Position dann abgegeben. Dementsprechend jetzt Axel Freiberg in Führung. Dann Robin Rathbund auf der 2, Matthias Lehnig auf der 3 und Nico Reitzig auf der 4 rein. Freiberg in Führung, direkt gefolgt von Robin Rathbund jetzt auf der Geraden. Das sind unsere beiden führenden Fahrzeuge. 16. Abstand zueinander. Jetzt hat auch Roman profitiert und nimmt sich das dritte Podestplätzchen. Ja, Ali und Nico arbeiten hier zusammen. Ali weiß, Nico ist deutlich locker unterwegs aktuell. Lässt ihn hier passieren, Matthias. Auf der 6, Axel Schubert auf der 7, Roat auf der 8, Ben auf der 9. Dann haben wir jetzt Halbzeit hier im Achtelfinale. Also 2,5 Minuten immer noch zu fahren. Oh, jetzt Angriff von Roman. Kauft sich die zweite Position von Robin Rathbund ab. Also wechseln wir auf dem Podestplätzchen aktuell. Vor uns war die führenden Fahrzeuge, drei Fahrzeuge. Wunderbar, weiter geht's. 2 Minuten sind immer noch zu fahren. Nach wie vor Axel Freiberg in Führung, Roman Lorenz kommt da noch einen riesen Schritt näher, nur wird sie leicht gekörpert, versucht sich hier einmal an Axel ranzuziehen, um die erste Position abzukaufen. Roman von der 4 gestartet, ist jetzt hier auf jeden Fall auf gutem Weg, nochmal auf die Führung in Angriff zu nehmen, auch dahinter, Nico auf der 4 ist dran an Rollen. Auch Nico wird sich hier nochmal auf dem Podestplatz irgendwie wiederfinden. Auch wenn es Position 3 da ist. Oh, Kabelei dazwischen, Axel und Roman. Ja, Rennunfall, dementsprechend weiter geht's. Axel verteidigt hier wirklich mit allem, was er hat. Seine Führung. Und jetzt haben wir einen Dreierpaket um die Podestplätze. Kann gut gehen, kann aber auch schief gehen. Super, man immer noch von Nico Falk, kommt auf die zweite Position zurück. Kontakt da, Auffahrt zu Graden. Ja, da muss man sagen, Rennunfall, Tür am Schild gewesen, wirklich schlecht am Ende. Hier Nico in dem Fall. Robin hat auch sehr gewartet, gibt hier die zweite Position zurück. Jetzt wird es aber schon kritisch, wenn es um die erste Position geht. Weil Axel hat halt wirklich einen riesigen Vorsprung. Schauen wir mal bei der nächsten Überfahrt, wie es hier aktuell aussieht. 2 Sekunden sind es gut. 20 Sekunden haben wir noch auf der Rennuhr. Also vermutlich noch eine weitere Runde für Axel.
Gucken wir bei der nächsten Stopp an, wie es dann ausschaut. So ist es, letzte Runde für Axel, also einmal noch im Kurs. Einmal noch mal jede Kurve hier irgendwie schnell wie möglich auch treffen. Jetzt hier vom Fahrstand unser Führer. Kommt über den Start zuschleifen, nimmt sich den Sieg hier in Anfang. Nico auf der zweiten Position, Roman Möbens auf der Reihe, Robert Komfort auf der Tür. Und dann ist der Lauf beendet. Wenn du das nicht gehst, dann noch nicht. Jetzt zum Abfinale. Dann bin ich alles falsch.